Hab weder Game of Thrones noch House of Dragon gesehen. Ja, ich sag dir ehrlich, ich würde gern Game of Thrones an sich nochmal gucken, aber wegen den letzten Staffeln, nee. Die haben das Ende von Game of Thrones so hart verkackt, dass ich Game of Thrones nie wieder gucken werde. Joni MB, danke dir für den verschenkten Sub. Was ist dein Lieblingsfilm, Kevin? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ach, ich weiß nicht, wenn ich mich drauf festnageln würde, würde ich ja, sagen wir mal, The Batman sagen. Aber, I don't Knopf. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich exit oder muss ich hier weiter? Sind wir von hier gekommen oder muss ich hier weiter? Exit steht hier. Ist das eine Lüge? Hier geht's weiter. Ich bin die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Dicker. Fight Club ist auch awesome, ja. Bester Film ist Harry fucking Potter. Weiß nicht. Kevin, hast du Ringe der Macht geschaut und was ist deine Meinung dazu? Ist das diese Herr der Ringe-Serie? Nee, habe ich nicht geschaut. Ich habe ja noch nicht mal Herr der Ringe geschaut. Ich habe nur gehört, dass die Serie kacke sein soll. Also wenn es die Herr der Ringe-Serie ist. Hier Narren, bester Film ist Morbius. Alter, mir wurden wieder so ein paar Morbius-Memes angezeigt. Es ist so lustig, ne? Ach nee. Oh nee. Diesen, ich glaube, du hast mir gerade so eine perfekte Stallvorlage gegeben. Ist einfach perfekt. Wofür? Jetzt habe ich gar nicht gesucht. It's Morbin time. Ah, ja, genau. Ich habe so ein Video gesehen, wo einer mit AI das so gemacht hat, dass, wie heißt er, Bryan Cranston, der Schauspieler von Heisenberg, wie er über Morbius geredet hat, dass Morbius der beste Film aller Zeiten ist und so. Ja, ich liebe die. Und ich habe so ein Edit gesehen, dass Morbius. Ich hab zwei gesehen. Zum einen, wo Morbius, ne, wo Morbius dann den Snap gemacht hat, den Iron Man Snap, ne? Thanos war verwirrt und dann hat er nur gesagt, it's Morbin time und hat dann gesnappt. Und dann habe ich gesehen, wie Kevin Feige Phase 5 von dem Morbius Cinematic Universe angekündigt hat. Mit Avengers, Morbius Dynasty, mit Metal, Leute. Doctor Strange, it's Morbin time und so. Es war fucking, es ist einfach, ich lieb's. Warte, kann ich das raussuchen? Das muss doch noch irgendwo in meiner Timeline sein. Das habe ich da auch, glaube ich. Ich meine, ich habe das gestern Nacht auch geguckt. Hier sind die ganzen Videos. Genau, die Videos zu Suicide Squad. Ja, hier. I want to introduce some of the titles of Phase 5 Projects. Ant-Man and the Wasp, Morbmania, kicks off Phase 5. And coming to Disney Plus, Secret Morbasian. Finally, Guardians of the Galaxy and the Morbius. We're currently filming a new series, Echo. And Niemand. next is Blade, Rise of the Morbius. We can confirm that Jared Leto will play the new Captain America in Captain America, New Morb Order. And there are one film. That brings phase 6 to a close. It's Morbin time. Ach, Digga, es ist, ich lieb's ja auch. Morbius GBA Main Menu. Warum, Digga? Warum machen Leute solche Videos? Ach, Junge. So, was ist das hier? Jesus, Wall, you burned the shit out of him. Do you recognize that? Huh? Was used to cook meth. Really? Sorry, yeah, just one other thing. Is Gustavo Fring your really? Ha, Bob, Junge. Spikes for Flame, danke dir. I was acting.
Für die 9 Monate, danke. Thank you. Very welcome. Good to see you again. Anyway, you any respirators like that go missing lately? No. Ja, wie hat er das gemacht? No, I mean, I'm not that I know of. We don't want people to start wondering about you, man. Ach, der Junge, ich liebe die, das sind alle so dumme Videos. Oh, schön, wie Leute auf unterschiedlichste Art und Weise kreativ werden. Können die Licht sehen? Die Startanlage ist für mein Forspoken-Video. Vorher war es nur ein Gedanke, wo ich mir nicht sicher war, das könnte zünden. Jetzt weiß ich, das könnte nicht nur zünden, das würde ich in den Grundtiefen erschüttern. Okay. Das ist der legendäre Forspoken-Video. Ja, das ist jetzt hier wieder so eine Situation, wo ich mir so denke, muss das? So, bitte nicht auslösen. So. Von wo? Ach da, scheiße. Ach, scheißen Dreck, Alter. Oh, jetzt löst er das bestimmt nicht aus, oder? Ah, jetzt will ich das aber nicht selber. Was da passiert? Löst nicht aus, denke. Jawohl, da hat jemand das ausgelöst. Tschüss. Tschüss. Fuck. Oh, wow. Daneben. Volltreffer. War's das? Okay. Okay. I'm ready to get out of here. Same. Ich auf dem Weg zur Schule. Ach, Junge. Glaubst du, Ubisoft mal irgendwann wieder gute Spiele außer Prince of Persia? Denn das war ein Versehen. Nein, ich glaube nicht. Also legit nicht. Ich glaube nicht. Ich sag dir ehrlich, das Einzige, wo ich gespannt bin, ist tatsächlich das nächste Far Cry. Weil die Rezeption von Far Cry 6 war jetzt so scheiße, dass ich glaube, dass Ubisoft was anderes machen wird. Und ich bin gespannt, was sie machen werden. Ich glaube, das nächste Far Cry wird anders sein. Zumindest hoffe ich es. Weil ich glaube, wenn Far Cry 7 genauso wird wie 6 und 5 und 4 und 3, dann ist, glaube ich, komplett vorbei. Das hat sich gereimt. Wow. Einfach nächster Kollege. Wieso war eigentlich Far Cry 6 zuerst? Also, ich habe es ja nicht gezockt. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es halt einfach legit. Also, bei dem Game hast du es dann vor allem gemerkt, dass Ubisoft keine neuen Ideen hat, sondern im Grunde wirklich einfach immer wieder das gleiche Game macht. So, das ist zumindest das, was ich immer mitbekommen habe von Far Cry 6. Ich werde es noch spielen. Und dazu wird auch ein Video irgendwann kommen, aber ja. Mein Rechner hat heute einen Überraschungstest gemacht. Hast den Typen so weh wie das so von Sven sah. Überraschungstest ist halt auch wirklich gottlos, ne? Würde Far Cry 6 nur wegen dem Was DLC spielen? Ja, ich hab. Es gab so ein Ubisoft-Wochenende bei Steam, wo die Games halt krasse Rabatte hatten. Und da habe ich mir, glaube ich, Far Cry 6 mit den ganzen DLCs für, glaube ich, ein 20 oder so geholt. Ja. Das war schon mal, also das war, ja, habe ich mir jetzt schon mal geholt, wenn ich dann irgendwann Far Cry zocken werde. Zockende. Okay, wird der größte Ubisoft-Hater? Ja, würde ich gar nicht sagen, oder? Weil wenn die guten Stuff machen, dann sage ich das ja auch, wie bei Prince of Persia. Die machen einfach nur scheiß Spiele. Was soll ich sagen? So traurig, Ubisoft hat so gute Spiele, Rayman Legends und Origins, Valiant Hearts und South Park Games. Naja, schade, ja, ist wirklich so.
Ja, man merkt, dass das Team, was Rayman gemacht hat, dass die Prince of Persia gemacht haben, ne? Das merkst du. Und ich sag mal so, ich bin jetzt weiterhin gespannt, was dieses Team machen wird, weil die machen noch sehr, sehr gute Spiele. Ich bin gespannt, was jetzt nach Prince of Persia von denen kommen wird. Es gibt nicht viele geile Spiele von Ubisoft. Ja, mittlerweile nicht mehr, ne? Also die sind halt auch. Und das Ding ist, das bin ja nicht nur ich. Also, na klar, es gibt noch krasse Ubisoft-Fans und so. Aber an sich, also auch im Amiland, es gibt ganze Kanäle, die bauen nur darauf auf, also legit, wirklich fast nur darauf auf, die Ubisoft-Games, nur Videos zu Ubisoft-Games zu machen und die zu trashen. Na klar, ich mache auch sehr viel, aber ich mache auch zu anderen Games so. Aber im Amiland ist es noch mal anders. Apropos Ubisoft, weißt du, was Final Fantasy 7 Rebirth übernommen hat? Türme. Goddamn, wir gehen wieder zurück. Jesus. Ladies and Gentlemen, wir gehen wieder zurück. Ach, ich weiß nicht, Digga. Elden Ring hat gezeigt, wie einfach es ist, so ein bisschen Spannung in die Welt zu bringen. Allein einfach nur dieses, das hat auch Ranton in seinem Video gesagt und jetzt merke ich das so richtig. Gib den Spieler nicht einfach die ganze Karte, sondern gib ihm nur diesen kleinen Ausschnitt, wo er sich gerade bewegt. Und dann lass ihn die Kartenstücke alle. Na, wenn man sowieso die Türme macht, dann zeig ihm das nicht, ne? Weil klar, du hast die Karte nicht aufgedeckt, aber du weißt in jedem Spiel immer, wie groß die Karte ist und so. Und wenn du das nicht machst, weil bei Elden Ring, ich bin gerade so am Spielen und denke mir so, Digga, wie viel größer wird diese Welt noch? So. Das ist krass. Und das ist geil. Und das sollten andere Spiele auch machen. Ich hoffe, das werden andere Spiele noch machen, aber ja. So wie Breath of the Wild und genau, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom haben auch sehr viele gute Dinge gemacht. Aber da wusstest du ja auch schon direkt, wie groß die Welt ist, weißt du? Sie war nicht aufgedeckt, so, aber da, ne? Okay, aber ich muss sagen, trotz Türme, es werden nur Aufgaben aufgedeckt. Die Karte musst du selbst erkunden. Na, ist gut. Hä, schon wieder Jules? Soll der Scheiß. Ja, das wollte ich nur sagen, wegen Elden Ring. Aber ich meine, Final Fantasy hat ja fantastische Bewertungen bekommen, ne? Also ich denke mal, dass das Game wirklich sehr, sehr nice ist für JRPG-Fans. Und ich sag dir auch ehrlich, jetzt so im Nachhinein. Lüge. Jetzt im Nachhinein habe ich schon ein bisschen Bock, den 7er Teil ein bisschen weiter zu spielen. Ich weiß nur nicht wann. Ich habe mehr Bock auf Persona, aber ich habe auch schon Bock, irgendwie das zu spielen. Irgendwie macht es gerade Bock, mal so Games zu zocken, die ich sonst nicht so zocke. Ist irgendwie cool. Oh, was ist das denn? Auf Kevin Mies meine Meinung. Hä, was denn? AC2 hat for real noch gut, weil es halt noch die ganzen Assassinen dargestellt. Wie der Dreck der Gesellschaft, mit denen man und Huren, ja, die einzigen gucken halt die NPCs. Fahndungslevel mit den geschränkten Klettern. Ja, eben, genau, ja. Nee, das Ding ist, früher hat ja Ubisoft auch gute Spiele gemacht, ne? Ich sag mal so, die sind ja, sag ich mal, aus gutem Grund so groß geworden, wie sie sind. Nur jetzt kommt halt nur noch Scheiße, ne? Ich glaube, da brennt's halt einfach bei Ubisoft. Ich glaube, da ist einfach vorbei. Also legit so. Ich bin mal gespannt, wie das nächste AC aussehen wird, aber ja. Freue mich schon auf Dragon's Dogma 2, ja. Und ich auch. Und anscheinend, also in den Kommentaren haben manche geschrieben, dass ich Bullshit gelabert habe, dass Dragon's Dogma 2 doch nicht bei PlayStation auf 30 FPS gelockt ist. Hey, let me get you up there. Ehrlich gesagt, habe ich vergessen, woher ich die Informationen überhaupt habe. Ich habe das einfach so nachgesagt. Aber ist geil. Wenn das mit auf PS5 mit 60 FPS läuft, freue ich mich direkt noch mehr. What you got? Last of Us 2 ist so entspannt. Letzte Woche war es toxisch. Jetzt halt richtig chillig. Letzte Woche war es toxisch. Warum toxisch? Okay. Woohoo!
Momentan ist mir bei Witcher 3 mein Spiel zum Entspannen. Ich meine, wenn es nicht so geil ist, mache ich es an. Ja. Ja, Witcher 3 war geil. Witcher 3 war. Die Reaktion auf 30er Sachen mit Victor war aber geil, ja, Mann. Ja, stimmt. Das war. Ach, Junge. Ah, ich finde das schön, Alter. Die Leute sind so sauer auf die Reaktion von Victor zu Helldivers 2. Ne, ich habe ja in meiner März-Vorschau habe ich so gesagt, yo, ne, bestimmt spielen viele noch Helldivers. Und da hat dann auch einer so geschrieben, yo, Helldivers, geiles Spiel und so. Und da hat einer dem nur geantwortet und meinte so, ja, ist auch ein geiles Spiel. Nicht so wie der Kollege von Kavit, der bei dem Trailer gesagt hat, sieht scheiße aus. Und Kavit verteidigt den auch noch in den Kommentaren. Ich dachte, du kleiner Hurensohn, Alter. Kann man so eine kleine Bitch sein? Oh! Ja, genau, die Leute lassen sich halt wegen solchen dummen Sachen so krass provozieren, ne? Ellie, your mask! Here, we can share mine. Ach, sie weiß es ja noch gar nicht. Ich hab ganz vergessen, dass sie es gar nicht weiß. I'm not coughing, you see? Dina. Shit. Can you run? Yeah. Yes. Let's fucking go. Go. Vielleicht kann man Ubisoft retten, wenn man Mr. Ubisoft ersetzt. Das kann. Kann sein. Also man muss auf jeden Fall die Führung ändern. Das Problem sind aber auch die ganzen Investoren. Die wollen halt diesen Live-Service-Scheiß. Weil das halt, ne, so ein Videospiel, das bringt im Grunde so einmal gut Geld rein und dann ist vorbei. Aber so ein Live-Service-Ding, das bringt halt konstant Geld rein und das wollen wir halt. Ich gehe gleich auf den Chat ein, ich habe noch ein paar Nachrichten gelesen, aber jetzt geht hier gerade die Scheiße ab. Dreieck! Uiuiui. Genau, sie hat es den Jackson gesagt, aber sie hat es nicht geglaubt. Ja, genau, ja. Ja, das ist ja schon wieder Wochen her, seitdem wir das gespielt haben. Ah, jetzt kommen wir in dieses Movie-Dingens. Ja, ja, ja. Hier passiert ja dann noch irgendwann der Switch zu Abby. Aber das dauert noch ein bisschen. Ah, jetzt sind wir ohne Dina unterwegs, ne? So, warte mal hier. Das letzte Ubisoft-Game, was mich gecatcht hatte, war Black Flag, davor Far Cry 3, seitdem echt tote Hose. Elden Ring dagegen ist einfach nur richtig geil und alles sehr gut verknüpft. Hätte nie gedacht, dass Armored Core 6 so geil wird, hatte ein bisschen. Genau, das ist halt, ja. Bei mir war, glaube ich, das letzte Ubisoft-Game, was ich gespielt habe. Ne, dann habe ich ja so eine Pause gemacht und dann mit Watch Dogs Legion bin ich da reingegangen. War halt AC Unity. Ubisoft macht immer das gleiche seit 15 Jahren, ja. Wie fandest du Lies of P? Habe ich nicht gespielt. Da bist du, glaube ich, jetzt noch 3 Tage, Ellie. Ja, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen. Es kommt auf jeden Fall noch einiges. Bevor wir Abby spielen. Und dann spielen wir Abby und dann spielen wir wieder Ellie. Das ist halt. Das Game ist unendlich lang, ey. Eigentlich sollten man den Investoren drohen, die fertig machen und so weiter, nicht die Entwickler. Ja, eben. Ja. Ich kann euch nur das Video von Sam Zockt empfehlen. Ne, da wurden ja jetzt wieder 900 Leute bei Sony entlassen. Und er hat ein Video darüber gemacht. Und es ist einfach nur Katastrophe, was gerade bei Gaming abgeht. Weil die Investoren sind halt auch so, ja, okay, alles klar, wir brauchen mehr Gewinn. Und wie kriegen wir mehr Gewinn? Feuert einfach mal ein paar Leute. So, dann haben wir weniger Ausgaben und somit mehr Gewinn. Und dann ist halt so alles klar. Welchen Abschnitt findest du besser, Ellie oder Abby? Ich mag den mit von Ellie lieber. Nachhaltig. Ja, da war halt der Nintendo-Präsident so gut, ne? Satoru Iwata, der dann irgendwann, der leider schon verstorben ist. Der hat keine Leute gekündigt. Der hat sein eigenes Gehalt gekürzt, weil er wusste so, yo, auf kurze Sicht
sparst du dann halt Geld, aber auf lange Sicht fickt das dann halt, ne? Weil du brauchst die guten Leute. Und wenn du jetzt einfach die Leute entlässt, ja, dann. Ja. Was habe ich gesagt? Der hat keine Leute getötet? Nein, der hat keine Leute entlassen. Habe ich getötet gesagt? What the fuck? Der hat keine Leute entlassen. Der hat keine Leute gefeuert. Habe ich getötet gesagt? What the fuck? Aber weißt du, was ich mich da immer frage? Du wolltest getötet sagen, ach so. Weißt du, was ich mich jetzt da frage? Mit Suicide Squad und Skull and Bones. Die Investoren können ja nicht happy darüber sein. Beziehungsweise, guck mal, jetzt bei Warner Bros. Hogwarts Legacy war ein Singleplayer-Spiel. Glaube ich, komplett frei von Monetarisierung und so. Und Suicide Squad ist jetzt so ein Live-Service-Spiel, was niemand haben wollte. Was denken sich denn jetzt die Investoren? Würden die dann nicht eher sagen, yo, mach dann lieber gute Spiele, die Leute haben wollen, und dann verkauft sich das geil? Oder sagen die dann so, ja, nee, probiert es einfach noch mal, weil, ne, vielleicht kommt dann jetzt der nächste Hit. Also, ich weiß es nicht, mich würde das nur interessieren. Du wolltest töten sagen, hast dich aber noch korrigiert. Ja, hab ich selber nicht mal gemerkt. Aber Mr. Ubisoft, der tötet Menschen. Ja, das Ding ist, das wird ja, glaube ich, wirklich dargestellt. Ich glaube, war das, wo war das? Nicht bei Ubisoft, sondern, glaube ich, bei Blizzard, ne? Wo sich wirklich eine Frau, glaube ich, wegen dem Mobbing oder wegen den ganzen Überhandlungen, glaube ich, selber getötet hat, ne? Glaube ich, bei Blizzard oder so. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die wissen. Würde Mr. Ubisoft bevorzugen anstelle von Bobby Kotick? Ach, Digga, beides einfach nur. Menschen, mit denen du nichts zu tun haben willst. Gibt bald nur noch AI-Games? Glaube ich nicht. Das werden die ausprobieren, werden merken, es funktioniert nicht und dann. Grenzwertige Aussage. Der Spieltag ist jetzt auch wieder da. Was geht? Hast du Days Gone gespielt? Ja. You say something. Really? I think I'm pregnant. What? Don't worry, it's not you. What are we supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. Are you fucking kidding me? How long have you known? It was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. Well, I didn't know. I wasn't sure. Please show me the lovely. Okay, scheiße. Ja, da war halt der Nintendo-Präsident so gut, ne? Satoru Iwata, der dann irgendwann, der leider schon verstorben ist, der hat keine Leute gekündigt. Der hat sein eigenes Gehalt gekürzt, weil. Ja, ich hab's selber nicht mal geraubt. Gekündigt. Der hat sein eigenes Gehalt gekürzt. Der hat keine Leute gekündigt. Der hat sein eigenes Gehalt. Digga, ich hab's gar nicht gehabt. Ah, scheiße. Yo. Helle hier mit den Truth Bombs. Deutscher Versprecher, ja. Ganz wettige Aussage. Ich habe eine Frage, konnte beim Final Fantasy Stream nicht dabei sein. Wie fandest du das Game? Ich fand's okay. Ich habe gehört, das Game wird danach besser. Das haben ja auch ein paar Leute bei Insta noch geschrieben. Ich habe ja nur den Anfang gespielt. Ich fand's tatsächlich nur okay. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es später besser wird.
Verwirrter Boy. Junge. Also muss man ihn spielen lassen, hat wahrscheinlich die realistischen Animationen überhaupt, ja. Ja, generell technisch ist das hier 10 von 10. So. Wollen wir aber mal hoffen, dass er auch keine Leute getötet hat. Nee, das Gute bei das Ding bei Satoru Iwata war halt, dass er kein Business-Typ ist oder gewesen ist, sondern, also ne, der jetzige Präsident ist halt, glaube ich, so ein, keine Ahnung, so ein Zahlendreher, weißt du, halt einfach. Der guckt halt auf die Zahlen, der macht das so, ein BWL-Justus, so mäßig nur aus Japan. Satoru Iwata war halt ein Entwickler, der sich halt hochgearbeitet hat bei Nintendo. Das heißt, ne, der wusste, wie das ist so. Der weiß, wie wichtig genau diese Leute sind, die Spiele machen. Das ist das Wichtigste. Ich finde, das sieht man jetzt, das hat man an Palworld und Helldivers gesehen. Die Leute wollen einfach nur gute, spaßige Spiele. Und das sieht man halt. Skull and Bones macht keinen Spaß. Suicide Squad macht ganz, ganz schnell keinen Spaß mehr. Deswegen, die Leute wollen einfach nur ein spaßiges Spiel und dann spielen die das auch viel. So. Ja. Shit. Tja, Junge, die heißen in Japan nicht Justus, die heißen Jutsu. Ja, das war Satoru Iwata war so ein BWL-Jutsu. Van Paul sieht so fucking langweilig aus. Ich fand, also ich hab's ja auch kurz gespielt, ich fand's auch wack. So, aber viele fanden das einfach nur sehr, sehr spaßig, weißt du? Und ja. Deswegen, man merkt ja auch, ne, seit der Switch, Nintendo hat sich auch gut verändert, so, ne? Aber immerhin wissen die halt noch so, dass diese großen Spiele wichtig sind. Ne, es kommt nur ein 3D Mario pro Konsole. Gut, Mario Galaxy 2 ist eine Ausnahme und so. Aber halt auch im Grunde bei Zelda genauso. Na, wobei Zelda. Na, wobei, ja. Ja. Wenn Suicide Squad abwechslungsreicher wäre, wäre es ein deutlich besseres Spiel, glaube ich. Naja, wenn Suicide Squad mehr als 5 Gegnerarten hätte, ne? Wenn Suicide Squad mehr als eine Gegnerfraktion hätte, wenn es mehr als 5 Missionstypen hätte, wenn die Missionstypen auch cool wären, wenn die Waffen sich unterschiedlich anfühlen würden, wenn die Charaktere sich im Kampf unterschiedlich anfühlen würden, wenn die Story besser wäre, dann wäre es ein gutes Game, ja, aber das sind so viele Baustellen, das kannst du komplett knicken. Es ist einfach, das Fundament ist einfach komplett scheiße. Was ist hier?